Die heutige Heilige ist Clara Fey. Sie ist eine Ordensgründerin und am 11. April 1815 in Aachen geboren. Gestorben ist sie am 8. Mai 1894 in Simpelfeld, das ist in den Niederlanden. Sie war ein lebendiges Beispiel eines starken Glaubens, einer seltenen Frömmigkeit, eines echt christlichen Sinnes, kurz aller christlichen und klösterlichen Tugenden. Diese Worte des Aachener Diözesenbischofs, gesprochen nach dem Tod von Clara Fey, bezeugen den großen Charakter und das einzigartige Wesen dieser beispielhaften Frau, der Gründerin der Kongregation Schwestern vom armen Kinder Jesu. Clara Fey wurde am 11. April 1815 in Aachen geboren, also das wisst ihr jetzt eh schon, und von Luise Hensel, der Konvertitin und geistlichen Dichterin Müde bin ich, geh zur Ruhe, erzogen und ausgebildet. Ihre Schulkameradinnen waren unter anderem Franziska Schervier und Pauline von Malingrott, die später ebenfalls als Stifterinnen von Kongregationen in die Geschichte eingehen sollten. Gefördert durch ihr katholisches Elternhaus und ihren Bruder, der Kaplan bei St. Paul in Aachen war, wandte sich Clara schon in ihrer Jugendzeit immer stärker sozialen Aufgaben zu. Besonders liebevoll kümmerte sie sich um die vernachlässigste Jugend. Im Jahr 1837 schließlich, Clara war 22 Jahre alt, gründete sie in Aachen eine Schule für verwahrloste Mädchen. Zahlreiche sozial engagierte Frauen hatten sich Clara inzwischen angeschlossen. Gemeinsam gelang es ihnen, das soziale Elend ein wenig zu lindern. Ab 1844 schlossen sich die Frauen endgültig zu einer klösterlichen Gemeinschaft zusammen und 1848 stiftete Clara Fey die Kongregation der Schwestern vom armen Kinder Jesu zur ausschließlichen Pflege armer Kinder und Jugendlicher. Immer mehr Armenschulen wurden gegründet, Kinderhorte und Erziehungsanstalten für Waisenkinder entstanden. Das Betätigungsfeld der Schwestern erweiterte sich im Laufe der Jahre immer mehr. Schließlich unterrichteten sie auch an höheren Schulen, gründeten Heime für Beamtinnen und bildeten schulentlassene Mädchen zu Dienstmädchen und Hausfrauen aus. Rund 15 Jahre nach der Gründung der Kongregation gab es in Deutschland schon 19 Ordenshäuser. Während des Kulturkampfes musste Clara Fey ihr Mutterhaus nach Holland verlegen. Sie ließ sich in Simpelfeld nieder, wo sich das Ordenshaus bis heute befindet. Clara Fey war Generaloberin ihrer Kongregation vom Tag der Gründung 1848 bis zu ihrem Tod am 8. Mai 1894. Ihre letzte Ruhestätte fand die begnadete Erzieherin und gütige Ordensfrau in Simpelfeld. Aus ihrem schriftlichen Nachlass wurden zahlreiche Werke veröffentlicht. Das bekannteste ist die Übung der Mutter Clara Fey. Der Seligsprechungsprozess, der 1958 eingeleitet wurde, befindet sich in fortgeschrittenem Stadium.